Weiter geht's bei Legend of Zelda. Ich bin euer Schöninja und wir sind in der letzten Folge in Richtung des Titanen, den ersten Titanen vorgedrungen und mussten, um in Faruta reinzukommen, auf Prinz Sidons Rücken reiten, den Wasserfällen des Elefanten hoch und dann mit einem Elektrofeier seine empfindlichen rosa Stellen angreifen. Genau, und dann hat er ja auch schon aufgehört mit dem Wasserschießen. Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Aha. Das ist also irgendein Geschleim der Verheerung. Den mag ich doch nicht so. Komm her. So, zweimal geschossen, dann sind sie empfindlich. Ah. Ach krass, das wusste ich noch gar nicht. Ich kann einfach die Attacke zurückschießen. So, da ist was im Wasser. Hat das geklappt? Ah, hier ist eine Brücke. Was ist das? Eine Kiste? Die irgendwie falsch steht. Nee, das war nicht so, wie ich das wollte. Egal, holen wir uns erstmal die Karte. Schicker Stein erkannt. Karte wird aktualisiert. Das sieht aus. Rüssel bewegen. Ah, Titansteuerung. Du hast einen Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Bewegen. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Och, das war doof. Ein Steuerpult und Zahnräder. Die Melodie kommt schon, obwohl noch gar nicht fertig war. Okay, es geht auch nicht wieder zurück. Schickerstein erkannt. Gib nicht auf. Naja, ich weiß doch noch nicht, wie ich da unten an die Kiste komme, aber ich gehe erstmal weiter. Vielleicht verändert sich ja noch was am Wasserstand. Yeah.
ganz schwer, bei denen den richtigen Moment zu erwischen. Okay, jetzt sollte ich was essen. Speichern können wir sowieso machen. Ich kann es doch machen ohne den Konter, aber es wäre eigentlich am einfachsten. Jetzt habe ich es. Schade um die Teile. Aber die kommen doch wieder hoch, oder? Wobei Schrauben bleiben wahrscheinlich unten, weil die zu schwer sind. So, hier ist ein Rad und irgendein anderes Teil, das ich aber nicht damit bewegen kann. Nun denn, da kommt mir eine andere Idee. Eis. Okay, das ändert schon mal nichts. Nur die Frage, was das jetzt bewirkt hat. Ach so, ich komme jetzt darüber. Muss ich nur hochgehen. Was ist dieses Teil? Ich mache mal meine normalen Pfeile rein. Okay. Das bringt nichts. Moment dachte ich, ich muss irgendwie was in dieses Maul werfen. Ist das eine Kiste? Könnte. Hier komme ich nicht ran. Was bist du? Ich hätte es wahrscheinlich anders gedreht lassen sollen. Ah, da drin ist auch einer. Okay, gut zu wissen. So, und wie ist es mit dem Teil hier drin? Wahrscheinlich muss ich hier drauf bleiben erstmal. Um da rüber zu kommen. Aber da gucke ich doch erstmal, was hier noch ist. Okay, verstanden. Wenn ich oben bin, muss ich schießen. Einfach. Sind doch alle Teile gleich groß.
Na gut. Dann gehe ich erstmal weiter. Da war ja erstmal nur eine Kiste. Vielleicht komme ich von oben auch einfach rüber mit dem Gleiter. Das nützt mir gerade auch noch nichts, okay. Was hat es mit diesem Teil da auf sich? Stase geht, okay. Das sieht gut aus. Das heißt, wenn ich von der anderen Seite jetzt drauf komme, dann kann ich drüber springen. So, und du willst Stase haben? Okay. Ach so, weil das da dran verbunden ist. Der Ball muss wahrscheinlich da rein. Genau. Das hat nicht gereicht. Muss ich dann gleich wieder schießen oder was? So ganz habe ich jetzt noch nicht verstanden, was ich hier machen soll. Wenn das drin ist, geht die Tür wahrscheinlich auf. Aber es bleibt ja nicht drin und ich kann nicht so schnell wieder schießen, dass Stasis angeht. Metallen war es nicht. Eine Bombe hilft gar nicht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe es mit der Hand schon schieben können ein bisschen. Oder wie habe ich das vorhin gemacht? Schreine zurück, Rüssel bewegen. Hoch. Bewirkt das irgendwas? Tatsächlich. Jetzt ist die Tür nämlich oben offen. Aha.
Wenn ich wüsste, was das in echt bedeutet. So, da spritzt jetzt auch Wasser raus. Achso, weil der Rüssel das Wasser reinschießt. Deswegen bewegt es sich. Mhm. Wenn das Ding drinne ist, muss ich schießen. Damit, wenn es zu mir rüberkommt, nach drin ist, er nicht rein kann. Gleiches geht für die Kiste. Vielleicht ist der Rüssel zu schnell. Von unten komme ich ja nicht rein, oder? Okay, das habe ich geschafft. Es sind noch zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Warum eigentlich zwei? Waren es nicht insgesamt vier? Eins war hier, eins war da unten und eins war ganz unten. Da habe ich doch schon drei. So, ich muss irgendwie nach da oben kommen. Oben rum geht nicht. Mist, das war die falsche. Das hätte genau andersrum sein müssen. So, da habe ich eine andere Idee für diese Kiste. Die ist vielleicht Metall. Yay. Eine antike Feder. Damit müsste ich doch jetzt eins der Module, glaube ich, schon upgraden können. So, unterste Etage ist fertig. Hier fehlt die eine Kiste und das andere. Okay, das ist scheinbar keine Kiste, die ich ansaugen kann. Das heißt, jetzt könnte ich die Kiste öffnen. Das heißt, ich muss das Ding aktivieren, wenn das rechte Teil unten ist. So, ich kann ja gucken, wo das hier reingeht. Genau auf der Höhe.
Hier muss ich das Seitenteil aktivieren. Antiker Reaktorkorn, sehr gut. Brauchten wir auch. So, wie komme ich da rüber? So würde ich jetzt rüberkommen, aber dazu müsste ich auch hochkommen und das komme ich ja nicht. Weil es zu glatt ist. Also ich glaube, ich muss den auf jeden Fall wieder zurücksetzen. Ist nur die Frage, wohin? Das passiert, wenn ich so mache. Ah, dann kommt das Wasser nach vorne und dann würde ich rüberkommen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dreht sich nämlich zur anderen Seite. Soll oben sein, wenn das andere Ding oben ist. Hier nicht ran. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt komme ich nämlich auch zu der anderen Kiste rüber. Oh, ein Silberner hatten wir noch gar nicht. Ich darf hier nirgendwo klettern, oder was? So, weiter geht's. Ah, ist das dauerhaft oder wenn einer draufsteht? Mann. Ist echt nicht leicht, den Dings zu treffen. Mach ich mal noch später. Eine neue Lanze. Beziehungsweise werde ich diese Lanze mal kurz wieder ablegen, damit ich mir ein Foto machen kann. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ach, Gnadenstoß ist da noch mit drauf. So, das Wasser ist an und ich komme weiter. Das ist jetzt wahrscheinlich der Rüssel. So hochgucken. Wir sind bei 25 Minuten. Ich sollte eigentlich mal kurz Pause machen. So, machen wir doch mal einen geraden Rüssel oder so.
so hoch. Jetzt? Kontrollsiegel. Direkt da, wo ich bin, soll eins sein, auf der Rückseite. Wenn ich jetzt wieder hoch mache, dann falle ich einfach nur runter wahrscheinlich. Zwei Kontrollsiegel. Eins ist irgendwie im Kopf noch. Und eins oben. Das war, glaube ich, alles andere als gut. Oh, wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier rausgekommen? Bin ich jetzt eigentlich auf Kopfhöhe? Nee, ich bin zu tief. Aber was passiert, wenn ich jetzt so mache? Das könnte gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Na gut, machen wir erstmal eine kleine Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.